Hallo, liebe Jungfraugeborenen, herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat Juni. Ich hoffe, ihr habt den Mai gut überstanden, habt auch die Eklipse bzw. Die Mondfinsternis gut überstanden. Und bevor ich es vergesse, ich habe es bisher bei allen bis zum Ende vergessen, ich möchte euch ganz herzlich danken für all die lieben Kommentare, für all die Likes und für die tollen, vielen Abonnements. Ich bin echt weggeblasen von eurer Unterstützung und ich möchte ganz herzlich Danke sagen. Dankeschön. Ich freue mich so, echt. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd und das tue ich schon seit 2 Wochen. Seitdem ihr so viel Interesse gezeigt habt. Ich bin echt weggeblasen. So, eure erste Karte. Oh. Liegt schon auf dem Boden und wir haben die 5 der Münzen. Aber sage ich mal so, lieber am Anfang als am Ende. Die zweite Karte ist der Page der Kelche. Hier kommt vielleicht Unterstützung von irgendjemandem herein. Karte der Teufel. Okay. Also der Anfang wird ein wenig sperrig im Juni. Dann haben wir aber den Mond. Okay. Ja, da ist, geht irgendetwas vor sich, was ein wenig im Dunkeln liegt oder was die Ängste verursacht. Der soll aber bitte aufrecht. Der Brunnen, okay. Also zur Mitte des Monats kommt Erleichterung, würde ich sagen. Dann haben wir die 2 der Stäbe, okay. Hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Dann haben wir die Hohepriesterin. Sind sehr ähnlich. Weil die Karten, die Hohepriesterin und die 2 der Stäbe haben natürlich beide eine sehr duale Energie. Durch die beiden Stäbe bzw. die beiden Säulen, die die Hohepriesterin bewacht. Dann haben wir die Königin der Kelche. Mhm. Wollte aber sicher aus der Page der Stäbe. Und der Herrscher. Ja, wunderbar. Am Boden des Decks die 7 Kelche. Also wie gesagt, ne, mit den 5 der Münzen beginnt der Monat Juni erstmal etwas unangenehm. Vielleicht merkst du die Energie einfach der Mondfinsternis noch ein bisschen nachwirken. Das hatten wir jetzt, glaube ich, auch in jeder Legung, die ich bisher gemacht habe. Also ihr seid die 4. jetzt. Ich fange ja immer von dem Monat aus an, das Sternzeichen, das Geburtstag hat, bekommt dann die erste Legung und so weiter. Und daher seid ihr jetzt im Moment die 4., für die ich die Legung mache. Und ich glaube, bisher hatte tatsächlich jedes Sternzeichen eine erste Karte, die nicht so angenehm war. Also die entweder auf dem Kopf stand oder eben 5 der Münzen, wie ihr jetzt. Also das heißt, vielleicht ist vom Übergang vom Mai in den Juni, vielleicht durch die Eklipse, also durch die Mondfinsternis, wird da etwas aufgewühlt, was den Übergang zwischen den beiden Monaten etwas unangenehm macht.
Wir haben hier halt auch schon Unterstützung von jemandem, also eventuell durch Freunde oder Familie hier. Das fühlt sich aber irgendwie, eben gerade weil wir den Teufel da haben, fühlt sich das irgendwie nicht so richtig gut an. Also es kann natürlich sein, dass da alternative Motive eine Rolle spielen, also dass jemand hier kommt und sagt, ha, ich gebe dir, ich helfe dir, aber eigentlich möchte diese Person etwas von dir. Also möchte dich dafür irgendwas ausnutzen oder benutzen. Eben, weil, also gerade hier wirklich am Anfang, es ist alles so ein bisschen fischig. Und da war nicht mal pun intended, wegen dem Pagen der Kirche. Den, da haben wir ja, ne, den kleinen Fisch, also den stinkigen Fisch hier im Glas. Aber da ist tatsächlich irgendetwas fischig am Anfang. Also vielleicht gibt es da wirklich Ärger in der Familie? Vielleicht gibt es da Freunde mit alternativen Motiven. Also, dass sie sagen, ja, also eigentlich, also nach vorne, ja, wir helfen dir, aber hinter dem Rücken, dass da etwas anderes das Motiv ist. Weil, also wir haben hier halt auch den Mond und das bedeutet ja auch immer, etwas wird verschleiert. Ne? Also wenn der Mond auf dem Kopf steht, dann wird etwas beleuchtet. Wenn der Mond aber so wie er jetzt ist, da steht, dann ist etwas versteckt. Dann ist etwas verdeckt. Es soll noch nicht aufgedeckt werden, was hier passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass in deinem Umfeld Leute sind, denen du da nicht vertrauen darfst. Gerade also wenn dir jemand Hilfe anbietet, natürlich nimm sie an, aber nur, wenn du gut geprüft hast, wer dein Freund und wer dein Feind ist. Also nimm nur Hilfe von deinen echten Freunden an oder vielleicht von deiner Familie, aber auch nur da. Ich meine, auch da gibt es leider immer Menschen, die vielleicht etwas anderes wollen, als sie sagen. Also eben nimm dich in Acht vor Leuten, die dir Hilfe anbieten, aber nimm die Hilfe an, wenn du dir sicher bist. Ja? Also prüfe gut, wer dir die Hilfe anbietet. Weil es könnte halt wirklich jemand sein, der dir nicht das Beste wünscht oder der dich irgendwie benutzen möchte. Okay, also sei vorsichtig, gerade am Anfang des Monats bis zur Mitte des Monats. Dann kommt auf jeden Fall Erleichterung. Also es kann natürlich sein, dass du dann wirklich Hilfe bekommen hast von jemandem, der auch dir Gutes wollte. Es können auch Personen sein, das muss ich auch sagen. Also es kann natürlich auch sein, dass hier wirklich Hilfsangebote kommen von einem Steinbock oder einem Fisch. Das kann natürlich sein, also gerade wenn da vielleicht, also das werden keine Fremden sein, wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel Steinbock im Sonnenzeichen hat oder im Rising, wie heißt es denn auf Deutsch, im Aszendenten oder eben Fisch in der Sonne oder im Aszendenten. Das könnten tatsächlich auch Personen sein, die dir hier helfen zum Brunnen. Und der Brunnen ist Fluss, ne? Ist ja der Lebensfluss, dem man sich hingeben sollte, damit einfach das Leben weitergehen kann. Bewegung. Das Leben steht nie still. Und gerade wenn der Brunnen halt in der aufrechten Position ist, dann ist das eben der Fluss des Lebens. Also da kommt wieder etwas in Fluss. Das, was hier eben stagniert und was sich kalt und hart anfühlt, kommt Mitte des Monats Gott sei Dank wieder in den Fluss. Und wir haben mit der 2 der Stäbe, haben wir natürlich auch diesen Entscheidungsaspekt. Übrigens ist eben die Hohepriesterin, kann auch den Fisch repräsentieren. Also vielleicht ist jemand in deinem Leben, der Fische geboren ist, der sehr wichtig ist. Vielleicht deine Mutter oder dein Vater oder so. Und oder ein sehr guter Freund, der dir dabei zur Seite steht. Und eben, wir haben hier eine Entscheidung, das kann sich auf die 5 der Münzen beziehen, dass du tatsächlich sagst, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Es kann beispielsweise, die 5 der Münzen kann Depressionen darstellen oder Ängste. Wir haben natürlich auch, der Mond ist auch nochmal Ängste. Also es kann sein, dass du hier so psychisch einen Knacks hattest am Anfang des Monats. Und durch
kann durch verschiedene Umstände kommen, ne? Und dass du hier die Entscheidung treffen musst, ja, ich muss jetzt hier in vielleicht Behandlung, vielleicht muss ich mich in Behandlung begeben, ne? Also es kann durchaus sein, dass das hier eine psychische Erkrankung ist. Und hier begibst du dich dann in Behandlung. Die Königin der Kelche ist halt auch einfach, es kann natürlich auch, wir haben hier wieder dieses, vielleicht ist da jemand, der dir sehr behilflich ist im Monat Juni, der eben Fisch sehr prominent in seinem oder ihrem Geburtshoroskop hat, weil natürlich die Königin der Kelche kann ein Fisch sein, ist Wasserzeichen, Skorpion, Fisch oder Krebs. Und da ist vielleicht jemand, den du kennenlernst oder der dir sehr hilfreich ist, der, unter deinen Freunden oder in deiner Familie, der unter einem dieser Sternzeichen geboren ist. Und hier gegen Ende ist halt wieder, ne, der Neuanfang und das Leben in die Hand nehmen. Die Königin der Kelche ist sehr balanciert, sehr ausgeglichen, gerade, ne, mit ihrem kleinen Kelch. Sie gibt niemals aus ihrem Kelch, das ist ihr Kelch, sie gibt nur aus dem, was aus ihrem Kelch übergeflossen ist. Das finde ich sehr schön in dem Deck, wie das hier gezeigt wird. Also sie gibt gerne und sie gibt viel, aber sie gibt nur aus diesem Kelch und nicht aus ihrem. Und vielleicht lernst du das Mitte des Monats. Vielleicht hast du dich auch komplett überarbeitet. Das kann auch hier eine Rolle spielen, ne? Anfang des Monats. Also auf jeden Fall ist hier wirklich sehr schlechte Energie Anfang des Monats. Und das eben, Gott sei Dank, ändert sich Mitte des Monats. Da kommst du wieder auf den rechten Weg. Vielleicht eben, vielleicht nimmst du Urlaub, vielleicht sagst du auch so, ich bin jetzt weg. Kannst du auch, also es kann tatsächlich auch wirklich also wörtlich sein, dass du hier einfach sagst, Mitte Juni, so, also ich habe viel zu viel gearbeitet, ich brauche jetzt echt eine Pause. Und ich fahre in Urlaub. Der Page der Stäbe kann natürlich auch eine tatsächliche Reise andeuten. In die Ferne, ne? Wir sehen ja hier die kleinen Pyramiden im Hintergrund. Also es kann tatsächlich sein, dass du verreist und da dein Kelch wieder auffüllst. Und eben, aber du besinnst dich auf jeden Fall wieder auf dich Mitte des Monats. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das kann natürlich auch ein Neuanfang sein, dass du hier sagst, so, ich nehme jetzt hier wieder mein Leben in die Hand, habe es lange genug irgendwem anders überlassen und ne, mit dem Herrscher die maskuline Energie, du musst kein Mann sein, um die zu zelebrieren, sondern ne, das ist einfach das, ja, ich baue mir mein Imperium auf, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und das sehe ich bei dir Ende des Monats wieder. Also es ist eine sehr schöne Kurve von den 5 der Münzen hin zum Herrscher. Also es ist ein Riesensprung im Monat Juni, okay? So, dann ziehe ich dir jetzt noch 3 Karten von Mystische Momente von dem Orakelset. Ich hoffe, meine Batterien halten noch durch. Ich hoffe es sehr. Es blinkt schon. Jungfrau, Monat Juni. So, dann haben wir zuerst allein. Okay, ich denke, das ist hier wirklich Anfang des Monats. Du fühlst dich sehr allein. Es ist de facto nicht so, aber eben, also dir geht es nicht gut Anfang des Junis. Und du fühlst dich sehr allein, aber es ist nicht so, okay. Dann haben wir Freiheit. Also ich würde sagen, das ist dann hier eher ab Mitte des Monats, ne, der Brunnen und 2 der Stäbe. Ich glaube, du siehst endlich, dass du auch die Freiheit hast, dich zu entscheiden, wie du möchtest, dass es auch für dich am besten ist. Du musst nicht jedem alles recht machen, ne? Also das ist ganz wichtig, das zu sagen. Und wir haben Wandel, wie schön. Das hatte auch Löwe zuletzt. Und eben, du siehst halt einfach, Ende des Monats kommt ein großer, oder Mitte des Monats schon, aber du arbeitest wirklich hier auf den Herrscher hin. Und das ist einfach ein Riesenwandel. Ne? Eben von nichts haben zu alles haben. Dein Leben in der Hand haben, wirklich ne, ein Imperium aufzubauen, das ist schon echt ein Riesensprung. Also da kann ich sagen, Chapeau, meine lieben Jungfrauen. Und zu guter Letzt versuche ich euch noch 2 Glücksorakelkarten zu ziehen. Die kleben ein bisschen aneinander, weil die noch so neu sind. Aber wir schauen einfach, wie viele rauskommen.
Okay. Okay, es sind drei, aber das ist nicht schlimm. Wir haben einmal, es liegt bei dir. Du musst dir dein Leben schon selbst bunt anmalen, also mach das Beste draus. Sei so glücklich, dass andere auch glücklich werden, wenn sie dich sehen. Siehst du, also am Anfang ist es halt tatsächlich nicht so. Es fühlt sich sehr grau an und ich glaube, hier Mitte des Monats wirst du das verstehen, ja? Vielleicht wird alles viel leichter, das finde ich sehr schön. Also da bist du hier noch so ein bisschen unentschieden, aber das kommt hier Mitte des Monats mit den zwei Stäben, da wirst du die Entscheidung treffen. Und dann haben wir, sei mutig und nutze deine Chance. Lass das Glück nicht einfach an dir vorbeiziehen. Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Vincent van Gogh. Also da sind wir auf jeden Fall hier am Ende des Monats angekommen. Also du bist auf jeden Fall, also dieser Sprung, das ist Wahnsinn. Und eben Chapeau vor dir, dass du das hier so durchziehst. Einfach von, ja, dass du einfach wirklich dich hier hocharbeitest zum Herrscher. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ne, im Job oder so, sondern dass du dich selber an den Haaren wieder aus dieser Situation ziehst, ne? Und das schaffst. Und Jungfrauen können das sowieso, vor allen Dingen, wenn sie mal hin und wieder ein bisschen sich locker machen und auch mal in Urlaub fahren. Okay, so liebe Jungfrauen, ich danke dir, dass ihr zugeschaut, oder ich danke dir, dass du zugeschaut hast. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Legung wiedersehen. Das wird die Liebeslegung für Juni sein. Ansonsten wahrscheinlich dann wieder die Tarotübersicht für den Monat Juli. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.